dir gelingt, die restlichen Archen freizulegen, haben wir Pläne und Leute und nimm diesen Kodierschlüssel. Damit gelangst du durch jeden Personaleingang beim Haupttor von Capital Prime. Die Eingänge sind schwer bewacht, aber du kannst es schon. Okay. Ja, heißt, er stand gerade drin, fahre dahin. Das heißt, ich muss mein Auto nehmen. Das heißt, ich muss ins Ödland zurück. Okay, dann wollen wir mal. Wollen wir mal. Verlassen, verlassen, verlassen. Maus, wo bist denn du? Da, Ödland. Gehen wir mal ins Ödland zurück. Fahren da noch eine Runde rum. Und lass mich mal überraschen. Ja, richtig. So, einmal hier schön Gas geben, bitte. Ja, ich bin echt schnell. Das ist krass, das Tempo, was ich habe, ist echt unheimlich. Wo muss ich lang? Da lang, okay. Da kommt absolut keiner hinterher. So, damit mein Auto nicht beschädigt wird. Na, da, 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 da. Hier, oder? Oder da? Ey, erstmal reinkommen. So. Mein Auto bleibt heile, das ist ganz gut. Benutze Granaten. Dass ich echt so lange durchzocke, ey, ist echt nicht normal. 4, 5 Jahre lang war es auf meinem Rechner gewesen, also auf mein Dings. Und ich habe immer überlegt, mache ich nicht, da kommt mir immer neue Spiele zu. Jetzt bleibt es doch mal so, wie es ist. So, nehmen wir gleich mal mit. 9. Hier. Guck mal, es sieht aus wie auf. Kennt ihr noch das alte Spiel von Voyager? Das sieht aus, als wo ich auf dem Borg-Kubus war. Unautorisierte Personen entdeckt. Ja. Stationen sichern und in grüne Zonen wow. Begeben. Das ist ja mal was. Ja. Diese Waffe gefällt mir. Aber hier war auch noch ein Weg. Okay, jetzt geht's da nicht mehr lang. Wir müssen also hier lang. Sicherheitstore online. So. Hier lang? Nee, da geht's nicht lang, das ist schon mal gut zu wissen, dann muss ich also woanders lang. Das Schöne ist immer, auch wenn man die Gegner nicht sieht, immer wenn sie labern, weiß man, dass man richtig ist. Ach, das war ein Fahrstuhl. Cool, habe ich gar nicht gewusst. Kommen noch welche? Ich bin nicht so alleine.
Was denn? Was ist das? Ah ja, ich spiele mit, wir haben mit den Genen herumgespielt, oder? So. So. Ich speichere mal lieber, auch wenn ich im Kampf speichere, ist egal. Aber bevor ich hier runterfalle und alles neu machen muss, ist halt auch gut. Aber jetzt könnt ihr euch denken, warum hier nie einer zurückgekommen ist bei dieser Horde. Initialisiere Nexus-Startsequenz. Ja, mach mal. Initialisierung abgeschlossen. Okay. Angriff auf Capital Prime. Ah, ich bin richtig. Ich habe mich gerade gewundert. Verbinde Nexus mit zentralem Archenkontrollsystem. Boah, ist der laut. Wow. Ich habe mich gerade gewundert, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Der brüllt mich hier an. Ich habe ihn gar nicht getan. Jo, noch mehr? Dann komme ich hier durch. Okay, ich kann hier nicht runterfallen, ist schon mal ganz gut. Ah, hier ist eine Treppe nach unten. Hab ich schon gewundert, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch? Aber irgendwas muss ich hier machen, wa? Ist hier irgendeine Steuerung? Lege das ID-Drive in den ID-Terminal ein. Hier unten ist ein Computer, muss ich hier was reinlegen? Ach, da! Nebenkorridore geöffnet. Okay. So. So, hier auch. So, ich brauche eure Sachen. Und geht mir mal bitte auf den Weg. Ihr seid echt ekelhaft. Na komm. Na dann, machen wir mal. Gut, ab in die nächste Etage. Ich speichere schon mal hier ab. Hier sind wir gerade relativ sicher. Ich weiß nicht, wie viel Level das Spiel allgemein noch hat. Kann ich nicht sagen. So, jetzt müsste meine Tochter aber bald ausgeschlafen haben. Also es kann sein, dass ich sie jetzt halt mal ausmachen muss. So, hier. Was passiert? War es das jetzt? Okay, hier geht's unten lang. So. Einmal hier bitte. Verbindung zum externen Kern wird hergestellt.
Da sind auch noch welche, also die muss ich erstmal platt machen. Darf ich jetzt mal? So, Dankeschön. Und hier will ich noch was haben. Hier hinten ist noch was. Nehme ich alles mit. Also, oh, ne. Boah, ey. Das, ey. Hier wird man echt kein Wunder, dass der Kinder mehr zurückkommt. So. Gut. Okay, meine Fresse. Alle mitnehmen. Und wir in die nächste Etage hoch. Speichern. Jetzt habe ich einen neuen Spielstand, aber ist in Ordnung. Habe ich 3 Spielstände? Brauche ich eigentlich nicht, aber gut. Da. Initiiere abschließende Ablenksequenz. Ja, schön war. Der Fahrstuhl müsste jetzt runter hochkommen. Genau, dann kann ich nämlich hier rüber. Daten werden dekodiert. Ja. 2 Terminals online. Satelliten werden lokalisiert. Standby. So. Online. Wow. Die Freundlichkeit in Person, ehrlich. Aber irgendwann muss ich ja mal aufhören, wa? Satelliten lokalisiert. Dekodiere Archenkoordinaten. Standby. So. Na komm mal her hier. Wow. Die kommen hier alle, die hier rumspringen. Standby. Gut. Dekodierung abgeschlossen. Der ist online. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen sage ich das einfach mal. Datenübertragung wird vorbereitet. Standby. Finale Upload-Sequenz initiiert. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Aber wir können uns mal das Video anschauen, wa? Alle Archen werden gleichzeitig jetzt aktiviert, das heißt, diejenigen, die überleben, kommen frei und die können ja sowieso kämpfen. Ja. Thank you.
So, das Spiel ist zu Ende, oder? Wenn ich jetzt hier auf Weitergehe. Kampagne. Kampagne fortsetzen. Kann ich das Spiel jetzt fortsetzen oder bin ich jetzt hier raus oder ist das Spiel jetzt Feierabend? Ende, finito. Nee, das Spiel ist Ende. Wir haben es durch. Wir haben alle Archen befreit. Die Regierung wird dadurch vernichtet. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr kampfreiches Spiel, aber sehr kurz. Wenig Geschichte, aber es war spannend. Also wenig Negatives ist, negativ war wenig Geschichte und es war kurz. Positiv war, es war spannend und es war aufregend. Also es, ja, kann ich nur empfehlen. Rage 1 kann ich empfehlen. Jeder, der spielen möchte, kann es spielen. Ich finde es toll. Aber wie gesagt, zu kurz und zu wenig Geschichte. So, bis dahin noch viel Spaß und tschüss. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.